versos se aferran a este profundo dolor que es como la oscuridad. Quiero creer que esto ha de pasar para poder brillar tú y yo. Eres tú a quien yo amo. Te puedo ver desde mi Folge 24. Die schicksalhafte Entscheidung. Ist es ein Traum oder ist es Wirklichkeit? In der letzten Folge von Escaflowne, das Hörspiel, wurde die geheime Basis der vereinten Streitkräfte rund um Astoria von den Zalbachern angegriffen. Während Allen und Vaan ihre Schwierigkeiten hatten, die Landau und ihren untergebenen Yuyuka in Schach zu halten, bekam Hitomi in Pallas immer wieder Visionen von der Schlacht und einem Vaan, den sie so nicht kannte. Nachdem sich die Zalbacher zurückgezogen hatten und der Crusador wieder im Palast war, stellte Hitomi Vaan zur Rede, der, wie sie fand, Spaß am Töten und am Krieg hatte. Sie hatte genug von dieser kriegerischen Welt und wollte mit ganzem Herzen endlich wieder nach Hause, woraufhin sich eine Lichtsäule bildete und Hitomi in den Himmel von Gaia erhob. Als sie die Augen wieder aufmachte, hörte sie das Ticken einer Uhr und blickte in ein vertrautes Gesicht. Wo bin ich? Wie geht's dir, Hitomi? Amano, bist du das? Aber... Ganz ruhig, Hitomi. Es ist alles in Ordnung. Ist es ein Traum oder ist es Wirklichkeit? Bin ich tatsächlich wieder zu Hause? Hitomi glaubte ihren Augen nicht. Sie war tatsächlich wieder zurück in ihrer Welt und anscheinend an dem Zeitpunkt, an dem sie vor scheinbar so langer Zeit beim Wettlauf ohnmächtig geworden war und auf der Krankenstation ihre Schule gebracht wurde. Ihren Erinnerungen entsprechend, versuchte sie Amano alles zu erzählen, was sie scheinbar erlebt hatte. Der Planet Gaia. Eine Welt, in der der Mond und die Erde am Himmel scheinen? Escaflowne? Du hast wirklich eine blühende Fantasie, Hitomi. Was? Du hast ziemlich seltsame Träume. Träume? Das ist ja ein wunderschöner Anhänger. Das finde ich auch. Das ist mein Glücksbringer. Ich habe ihn von meiner Großmutter geerbt. Ihr soll er jedenfalls immer Glück gebracht haben. Und das Verrückte ist, wenn man ihn zum Schwingen bringt, pendelt er sofort genau im Sekundentakt. Wirklich? Oh, ist ja toll. Darf ich mal sehen? Ich weiß genau, was passieren wird. Und so war es auch. Die Szene, die Hitomi im Kopf hatte, bevor sie Vaan traf, wiederholte sich. Amano ließ den Anhänger schwingen und zählte die Sekunden mit, bis schließlich Yukari in die Szene platzte. Nachdem sich Hitomi umgezogen hatte, gingen die beiden Mädchen wieder zusammen nach Hause. Yukari! Hey, jetzt krieg dich mal wieder ein. Du bist ja noch schlimmer als meine Mutter. Eins sage ich dir, so schnell ist die Sache nicht gegessen. Tu doch nicht so. Ich opfer monatelang meine Freizeit, um dir zu helfen, dich für den 100-Meter-Lauf fit zu machen. Und als es soweit ist, ziehst du eine Riesenshow ab, nur um dich an diesen Typen ranzumachen. Ganz schön mies. Oh nein. Es passiert genau dasselbe, was ich an diesem schicksalshaften Tag erlebt habe. Sag mal, was denkst du von mir? Mir ist ganz plötzlich schwarz vor Augen geworden. Ach, so nennt man das jetzt? Das nächste Mal, wenn ich einen Typen toll finde, werde ich auch einfach umfallen. Was hast du denn, hä? Geht es dir nicht gut? Doch. Ich hab nur nachgedacht. Weißt du es eigentlich schon? Weißt du es schon? Was? Ach, gar nichts. Ist nicht wichtig. Komm, wir gehen nach Hause.
Ich verstehe nicht ganz. Was sollte das eben, Yukari? Hitomi! Ja? Hast du die Tarotkarten eigentlich über dich und Amano befragt? Wenn du es unbedingt wissen willst, ja. Aber ich bin nicht richtig schlau daraus geworden. Verstehe. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was los ist? Liebst du Amano? Was? Wenn du ihn wirklich liebst, dann solltest du es ihm so schnell wie möglich sagen, weißt du? Und wieso? Du weißt es anscheinend wirklich noch nicht. Hitomi, ich hab gestern davon gehört, dass Amano schon bald von hier weggeht. Wahrscheinlich ins Ausland. Er soll an großen internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Und das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass wir ihn nie wiedersehen werden. Das ist bestimmt ein echter Schock für dich, habe ich recht? Für mich auch. Aber ich habe mir gedacht, dass du das unbedingt wissen solltest. Das sieht doch um Linda, dass du in ihn verliebt bist. Es ist bestimmt besser, wenn du es ihm sagst, bevor es zu spät ist. Ich wusste ja gar nicht, dass du so sehr an Amano hängst, Yukari. Erst jetzt, wo Hitomi diese Worte noch einmal von ihrer Freundin hörte, erkannte sie, dass Yukari selbst darunter litt. Von ihren eigenen Gefühlen geblendet, hatte sie damals nur an sich gedacht. Doch nun sah sie die Verzweiflung ihrer Freundin. Auf dem Nachhauseweg machte sie sich immer wieder Gedanken um das, was sie auf Gaia erlebt hatte und ob es real gewesen war. Unterdessen erfuhr in Pallas auch Milerna von dem Verschwinden Hitomis. Hitomi ist verschwunden? Ja, es ist einfach unglaublich. Eine weiße Lichtsäule hat sie weggezaubert. Dahinter stecken bestimmt die Zaibacher. Nein, das ist unmöglich. Dornkirk mag vielleicht über eine sehr fortschrittliche Technologie verfügen, aber eine solche Lichtsäule zu erschaffen liegt nicht in seiner Macht. Noch nicht. Aber wo könnte Hitomi denn jetzt sein? Sie ist zu Hause. Was? Ja, sie ist auf den Mond der Illusionen zurückgekehrt. Sie wollte es so. Von Anfang an. Es ist besser so. Es ist auch für uns das Beste. Doch vor allem für Gaia. Ohne sie können Dornkirk und die Zaibacher die Schicksalsmaschine nicht so richtig einsetzen. Kommandant! Die Zaibacher! Die Zaibacher ziehen an unseren Grenzen ihre Truppen zusammen! Unmöglich. Wir können das Mädchen nicht mehr lokalisieren, Kaiser Dornkirk. Schon wieder durchkreuzt dieses Element der Unsicherheit unsere Pläne. Warum gelingt es mir nur nicht, meinen Traum zu verwirklichen? Nicht nur Hitomi war von einer Lichtsäule verschleppt worden. In den Wäldern über Pallas war unterdessen die Landau wieder aufgetaucht, die sich ihres Gaimilevs entledigt, in der Nacht durch die Wälder irrte und auf ein beleuchtetes Haus zuging. Hitomi war unterdessen wieder zu Hause angekommen und lag nachdenklich in ihrem Zimmer. Hitomi, das Essen ist fertig. Komm bitte, bevor es kalt wird. Hitomi! Yukari, du bist auch schon seit langem in Amano verliebt. Du hast es mir nie erzählt. Dabei habe ich gedacht, dass nur ich ihn wirklich liebe. Einige Tarotkarten waren durch den Wind aufgewirbelt worden und schließlich landete der Turm direkt aufgedeckt vor Hitomi. Allen war unterdessen in seinem Elternhaus und redete zu seinem verstorbenen Vater über das Leid, das sein Herz heimsuchte. Es war das Haus, auf das die Landau zuging. Vater, ich hatte mir geschworen, Hitomi zu beschützen und wenn es mich das Leben kosten würde. Aber so wie es aussieht, ist sie nach Hause zurückgekehrt. Ich bin sehr traurig darüber, dass sie weg ist und ich merke immer mehr, wie sehr sie mir fehlt.
Aber andererseits freue ich mich für sie, dass sie endlich wieder zu Hause in ihrer Welt bei ihren Freunden sein kann. Hitomi, ich hoffe, dass du auf dem Mond der Illusionen glücklich wirst. Unsere Welt ist dir zu kriegerisch und zu gewalttätig vorgekommen. Und wer weiß, vielleicht wollte ich in dir Serena wiederfinden, meine Schwester, die ich vor so langer Zeit verloren habe. Bist du es, Vater? Das gibt es doch nicht. Serena! Aber wieso jetzt diese Karte? Es hat mit Escaflowne zu tun. Langsam ging Hitomi an ihren Schreibtisch, legte die Hand auf das Deck ihrer Tarotkarten und zog die oberste Karte. Der Drache. Das Glück. Warum? Nein, ich will das auf keinen Fall nochmal erleben. Nein, das schaffe ich einfach nicht. Aus. Es ist nichts, Merle. Denkst du nicht vielleicht doch immer noch an Hitomi? Ich denke an überhaupt nichts. Du lügst! Weißt du, ich war eigentlich fast immer bei dir, Vaan. Ich kenne dich gut und weiß ziemlich genau, was in dir vorgeht. Und jetzt denkst du an Hitomi. Du kannst mir nichts vormachen. Liebst du sie, Vaan? Naja, vielleicht ist dir ja auch gar nicht so richtig klar geworden, was genau du für sie empfindest. Ich meine, dass du sie in Wahrheit liebst. Hitomi hat geglaubt, dass man mit den Gefühlen, die man für andere Menschen empfindet, ihr Verhalten beeinflussen kann. Also mach dir keine Sorgen. Sie wird spüren, was du für sie empfindest. Deine Gefühle werden sie erreichen. Du wirst sehen. Während Merle versuchte, Vaan Trost zu spenden, war Allen zusammen mit Prinzessin Aeris und seiner Schwester am Grab von dessen Mutter. Ist es wirklich Serena? Ja. Es ist zwar schon 10 Jahre her, seit sie verschwunden ist, aber ich habe sie sofort wiedererkannt. Wo mag sie nur während dieser ganzen Zeit gewesen sein? Ich hoffe, man hat ihr kein Leid zugefügt. Die arme Serena hat vollkommen das Gedächtnis verloren. Sie kann sich an gar nichts erinnern? Prinzessin Aeris, es ist meine Pflicht, wieder in die Schlacht zurückzukehren. Bitte, kümmert euch um sie. Ihr seid die Einzige, die ich darum bitten kann. Sie ist eine Schwester eines Ritters des Himmels. Deshalb werde ich sie mit ins Schloss nehmen. Dort ist sie gut aufgehoben. Macht euch keine Sorgen. Was ist los, Serena? Serena, sag, was ist mit dir? Du nennst mich Serena? Wo bin ich eigentlich, verdammt nochmal? Welches Spiel wird hier mit mir getrieben? Verdammt, du gehörst zum Volk der Morphe! Yuyuka! 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 Was? Bleib hinter mir, Prinzessin! Da bin ich, Kommandant Dilandau! Yuyuka! Was, Dilandau?
Warte, die Landau! Die Landau. Tut mir wirklich sehr leid, Allen, aber ich kann euch wirklich nicht besonders viel über die Landaus Vergangenheit sagen. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass die Landau lange unter der Aufsicht der Hexer stand. Wer sind die Hexer? So werden die Gelehrten genannt, die für Dornkirk arbeiten. Sie sollen sehr viele Experimente durchgeführt haben. Sie haben Kinder entführt und sie als Versuchskaninchen benutzt. Die Landau ist vielleicht das Ergebnis eines solchen Experimentes. Das darf doch nicht wahr sein! Sie haben aus meiner sanftmütigen Schwester so ein hasserfülltes Wesen gemacht, Serena. Allen konnte nicht glauben, was Volken ihm da erzählte. Dass dieses von Mordgier getriebene Wesen tatsächlich einmal seine Schwester gewesen war. Auf der Erde bekam Hitomi von alledem nichts mit. Sie versuchte, oder eher musste, ihrem alltäglichen Leben nachzugehen und saß somit im Unterricht in der Schule. Newton erkannte das universelle Gravitationsprinzip, als er beobachtete, wie ein Apfel vom Baum fiel. Ein ganz banaler, alltäglicher Vorgang war also der Anstoß für Newton, eine wichtige wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen. Was Sie vielleicht überraschen mag, ist... Er ruft mich. Wir glauben, dass wir elementare Schicksalsteilchen entwickeln können, wenn es uns gelingen würde, die Anziehungskraft zwischen dem Mädchen vom Mond der Illusionen und dem Drachen wieder zu verstärken. Gut, die Anziehungskraft ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu unserem Ziel. Und ich weiß, dass das Mädchen nach Gaia zurückkommen wird. Hitomi! Wo bleibst du denn? Los, beeil dich, sonst ist Amano vielleicht schon weg! Hitomi! Verzeih mir, Yukari. Was? Ich hab nichts gemerkt, ich weiß auch nicht warum. Obwohl du meine beste Freundin bist, habe ich überhaupt nichts begriffen. Yukari, ich muss unbedingt nach Gaia zurück. Ich will ihn wenigstens noch einmal sehen. Verzeih mir, aber ich muss dorthin. Bitte verzeih mir, Yukari. Hitomi! Viel Glück, Wan. Die Schicksalsteilchen haben den kritischen Punkt erreicht. Maschine in Betrieb nehmen. Alle Parteien bereiteten sich auf dasselbe Schicksal vor. Wan, der mit Escaflowne in den nächtlichen Himmel Richtung Mond der Illusionen flog. Die Zaibacher, die ihre Schicksalsmaschine verwendeten, um die Anziehung zwischen den beiden jungen Menschen zu verstärken. Und Hitomi, die in ihrem Herzen den tiefen Wunsch verspürte, Wan wiederzusehen. Somit stellte sie sich erneut an die Startposition des 100-Meter-Laufs, wie sie es schon in jener schicksalhaften Nacht getan hatte, und ließ sich von Amano die Zeit messen. Fertig? Dieses Mal werde ich es schaffen. Und los! Hitomi lief los. Zur selben Zeit reagierten die Schicksalsteilchen der Zaibacher und Wan flog in einer Lichtsäule in den Nachthimmel. Bis das passierte, was schon einmal geschehen war. 7 Sekunden und 8. Hitomi, ich werde dich nie wieder verlassen. Oh, Wan! Hitomi!
Kein Zweifel. Wir sind tatsächlich wieder auf Gaia. Das darf nicht wahr sein. Ich bin nach Gaia zurückgekehrt. Auf den Planeten des Krieges. Thank you.